Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch eine neue Methode vom Giftcaster Friends Glitch zeigen. Ja, mit dieser Methode braucht ihr auch keine Basis und auch keinen Festivalbus. Wir machen das Ganze hier unten beim Stripclub. Ihr trefft euch einfach mit eurem Freund unten beim Stripclub. Euer Freund muss sich einmal seine MOC anfordern. Ja, seine MOC platziert er am besten auch so wie jetzt hier bei mir im Video. Anschließend fordert er noch das Auto an, was ihr von eurem Freund ziehen wollt. Und dann braucht ihr natürlich noch das Auto, was ihr nicht mehr benötigt. Ansonsten halt einen kostenlosen Elegy. Und dann würde ich sagen, dann lass uns auch schon direkt losstarten. Wir lassen unseren Freund einmal in unser Auto einsteigen. Wir begeben uns dann zum Casino. Jetzt einfach entweder irgendein Helikopter benutzen oder ein NPC-Fahrzeug, nur kein persönliches Fahrzeug benutzen. Dort beim Casino angekommen, gehen wir dann einmal ins Penthouse. Gehen dann einmal nach rechts, laufen da zu diesem Telefon. Als nächstes öffnen wir das BSN-Menü, joinen jetzt einmal den Anavac-Bot. Welchen Anavac-Bot ihr da benutzt, ist ganz egal. Einfach Anavac eingeben und dann irgendein Bot dort beitreten. So, sobald jetzt die erste Meldung kommt, spammen wir Steuerkreuz nach rechts und X die ganze Zeit. Ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes öffnen wir das Interaktionsmenü, drücken jetzt Steuerkreuz nach unten. Nach einem kurzen Moment müssten wir jetzt so ein verglitschtes Interaktionsmenü bekommen. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir drücken immer noch Steuerkreuz nach unten, so lange bis das Interaktionsmenü wieder normal ist. Anschließend können wir das Interaktionsmenü dann wieder verlassen und begeben uns dann wieder zum Ausgang. So, wir gehen dann runter auf Casino, drücken auf X. Ihr werdet merken, es passiert nichts. Das Ganze machen wir jetzt nochmal. Gehen runter auf Casino, drücken auf X. Ihr werdet merken, passiert wieder nichts. Als nächstes gehen wir dann auf Penthouse verlassen. Draußen angekommen, fordern wir einmal unsere MOC an, warten bis diese ankommt. Gehen dann wieder ins Casino. So, wir gehen dann einmal links an die Rezeption. Gehen dann auf unsere Luftfahrzeuge. Wir brauchen dort irgendein Luftfahrzeug. Wenn ihr dort keins haben sollt, einfach irgendeins kaufen. Ich nehme jetzt einfach hier den Maverick. Ich habe den Maverick. Einfach anfordern. Und mit diesem Flugzeug begeben wir uns dann zu unserer MOC. Aber diesen Step mit dem Flugzeug müsst ihr auf jeden Fall auch machen. Ich weiß zwar nicht warum, aber der ist auf jeden Fall wichtig anscheinend. Wir steigen einfach in unsere MOC ein und begeben uns zum Stripclub. Und ihr werdet sehen, ihr seid jetzt auch schon vom Radar verschwunden. Ihr habt unten links so eine verglitschte Minimap, wo ihr keine Straßen und so mehr sehen könnt. Das ist auf jeden Fall perfekt. So, wir parken einfach unsere MOC, so wie jetzt bei mir im Video ungefähr. Als nächstes sagen wir jetzt unserem Freund, dass er aus unserem Auto wieder aussteigen kann. Wir steigen dann wieder in unser Auto ein. Als nächstes blockieren wir jetzt die Fahrertür, so dass wir aber oben links noch die Meldung bekommen, dass wir in die MOC reinfahren können. Drücken wir jetzt einmal Steuerkreuz nach rechts. Dann werdet ihr sehen, dass die MOC jetzt rumbackt. Ist auf jeden Fall perfekt. Nach ein paar Sekunden könnt ihr dann euer Handy öffnen. Wir rufen dann einmal Gerald an, fordert uns irgendeinen Job an. Dort im Jobmenü angekommen, können wir den Job auch direkt wieder verlassen. Als nächstes gehen wir dann hier vorne zu dem blauen Kreis. Wenn ihr jetzt dort keinen blauen Kreis haben solltet, einfach Markierungsoptionen einstellen. Und dann solltet ihr auch den blauen Kreis haben. Unser Freund lädt uns jetzt in seine MOC ein. Wir nehmen jetzt die Einladung in die MOC an und spammen dann Steuerkreuz nach rechts. Dann werden wir in den Job reingeladen, ist auf jeden Fall perfekt. Den Job dann wieder verlassen. So, als nächstes steigt dann unser Freund einmal in sein Auto ein. Wir steigen dann auch einmal in das Auto ein. Dann wird das Auto despawnen, ist auf jeden Fall perfekt. Das gleiche machen wir jetzt noch einmal. Unser Freund steigt in das Auto ein. Wir steigen dann auch einmal in sein Auto ein. Und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt kurze Zeit mit unserem Freund in unsere MOC spawnen. Ist auf jeden Fall perfekt. Unser Freund wird dann jetzt in seine MOC rüber geportet und lädt uns jetzt einmal in seine MOC ein. Denn so kommen wir jetzt sonst nicht aus unserer MOC raus. So, sind wir jetzt in seiner MOC angekommen. Geht unser Freund einmal aus seiner MOC raus. Mit allen verlassen. Und ja, wenn wir jetzt draußen angekommen sind, öffnen wir einmal das Interaktionsmenü.
Dann gehen wir auf MOC, fordern uns einmal unser Auto aus unserer MOC an und dann werdet ihr sehen, dass ihr jetzt das gemoddete Auto habt. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.